bitte mal kurz reinschreiben, ob das funktioniert. Ja, servus. Ja, morgen Sven, schön, dass du auch hier dabei bist. Ja, ich bin unterwegs im Südwesten und wie man sieht, ja, tolles Wetter für Sommer, 13 Grad aktuell. Es nieselt leicht, aber komm, ich habe gedacht, trotzdem kurzärmlich Statement für den Sommer, der ja leider noch nicht so richtig hier bei uns Fuß fassen will. Auf jeden Fall mal im Südwesten. Ne? Ja, ich bin wie jeden Morgen unterwegs. TikTok Live war jetzt eine Woche gesperrt. Hab da ja auch ein Video dazu gemacht. Ne? Ich habe die eine bestimmte politische Gruppe ja, so bezeichnet, wie ich sie bezeichnet habe. Ich möchte jetzt nicht weiter dazu Stellung nehmen, sonst bin ich wieder gesperrt. Egal, heute geht's wieder. Schönen guten Morgen am heutigen Sonntagmorgen. Und ja, wir wollen jetzt mal mit dem Aufreger der Woche beginnen. Das ist auch mein Titelbild des heutigen Lives. Nämlich mit unserer, ja, mit unserem rhetorischen Ausnahmetalent Annalena Baerbock, ne, habt ihr mitbekommen? Die Dame hat sich ja einfach mal über das Nachtflugverbot, das übrigens die Grünen in Hessen verabschiedet haben und drauf gedrängt haben, drüber hinweggesetzt und ist dann einfach mal mit ihrer Regierungsmaschine vom Fußballspiel aus Frankfurt, ich glaube, 190 Kilometer geflogen, ne, nach Luxemburg, musste die feine Dame wohl. Ne? Und ja, da ist einfach mal wieder so die Doppelmoral der Grünen zu sehen, ja, die ja uns das Reisen verbieten wollen, die Kurzstreckenflüge verbieten wollen, aber selber dann genau das Gleiche machen, was man uns verbieten möchte. Also, Daumen hoch für die grüne Doppelmoral, aber immer mehr Menschen bekommen das mit und entsprechend gehen auch die Wahlergebnisse von den Grünen nach und nach nach unten. Die Menschen haben jetzt gesehen, was ja, 2,5 Jahre grüne Regierung gebracht hat, nämlich massiver Wohlstandsverlust, Deindustrialisierung und ein totaler Gesichtsverlust im Ausland, ne, wenn man sich nur die Annalena Baerbock anschaut. Ich habe da noch ein schönes Video gemacht, wo sich der Putin im Prinzip totlacht, weil sie einfach keinen klaren Satz herausbringt. Und ja, also das muss auf jeden Fall aufhören. Und spätestens Ende 2025 ist dieser Spuk vorüber. Es wünschen sich natürlich viele, dass die Regierung vorher zerbricht und dass es dann endlich Neuwahlen gibt. Wobei dann, meine Lieben, muss man auch sehen, dass dann wahrscheinlich die CDU die stärkste Kraft werden wird und die dann vermutlich mit den Grünen koalieren wird. Ja? Also dieser grüne Spuk ist leider, so wie es aussieht, im Moment nicht so schnell vorüber, außer es kommt eine Partei wirklich an die Regierung und dann ist es wirklich rum. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nur noch mal darauf hinweisen, wer CDU wählt, wählt Grün. Und das sieht man in ganz, ganz vielen Landesparlamenten. Ich glaube, in 6 Bundesländern regieren die zusammen mit den Grünen. Und ja, da muss man sich einfach mal so die Abschiebequote und so weiter anschauen. Und wird dann feststellen, da geht ganz, ganz wenig in diesen Ländern, wo die Grünen mit dabei sind, zusammen mit der CDU. Naja, also auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, alle, die diesen TikTok live anschauen, sind so also ein bisschen in die Richtung gestrickt wie ich und das ist auch gut so. Und man kann nur hoffen, es werden mehr. Ne? Man sieht ja, wie diese Politik funktioniert. Der zweite Aufreger der Woche, würde ich mal sagen, war die Aussage unserer Innenministerin Faeser, ja, das war, glaube ich, so ein Kommunaltreffen oder sowas. Da hat sie sich ja ausgelassen über den Mörder, ich muss das ja leider so formulieren, von Filippo und hat da gemeint, ja, das liegt wohl an den Lebensumständen des Täters, ja, weil der einfach in einem Asylantenheim wohl irgendwie mehrere Jahre gelebt hat, was aber News als Beispiel und ein paar andere Redaktionen mittlerweile widerlegt haben. Also es war gar nicht so, dass der in einem
Asylantenheim oder so aufgewachsen ist oder nicht aufgewachsen, mehrere Jahre gelebt hat, sondern ja, das war schlichtweg gelogen. Aber mal ganz ehrlich, kann das irgendwie eine Entschuldigung sein? Die Wohn- und Lebensverhältnisse, dass man jemanden tötet. Also ich glaube, da macht sich die Nancy Faeser einfach wieder zu einfach. Und ja, betreibt hier ganz klar eine Täter-Opfer-Umkehr. Meine Meinung. Na, ist ja alles nur meine Meinung, was ich hier erzähle. Und kann sich jeder selber ein Bild machen, ob das, was ich sage, ob er dem zustimmt oder widerspricht. Beides ist erlaubt, beides ist akzeptiert. Und deshalb ja, mache ich einfach mal weiter mit den Themen der Woche. Ja, einer, der jetzt auch den Mund aufgemacht hat, allerdings naja, auch ein bisschen zurückhaltend, war Toni Groß. Und zwar im Podcast zusammen mit Markus Lanz und dem Brecht-Philosophen, wie heißt der Vornamen? Ich komme gerade nicht drauf, aber wurscht. Ist auch ein aktuelles Video von mir, das ich gestern hochgezogen habe hier bei TikTok. Hört es euch mal an und hört euch mal an, wie der Toni Groß rumeiert. Ja, um wirklich mal die, sagen wir, die Fakten zu benennen. Er hat nämlich ganz klar gesagt, vor 10 Jahren war Deutschland, ja, so sinngemäß ein besseres Land, ein sichereres Land und so weiter. Und er würde seine Tochter, das war für mich ein Schlüsselsatz, eher in Spanien in einer Großstadt auf die Straße lassen, wenn die mal so 13, 14, 15 ist, als in einer deutschen Großstadt. Und ja, ich denke, das sagt schon alles aus über den Zustand. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, der Toni Groß hat jahrelang vor der AfD gewarnt. Ne? Es ist also auch so eine gewisse Doppelmoral, die hier an den Tag gelegt wird. Und ja, müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Ich habe die wesentliche Passage habe ich in einem TikTok verwurschtelt. Und ja, das sagt auf jeden Fall Toni Groß zum Ende seiner Karriere mal so die wichtigen Sachen, ja, die er sich wahrscheinlich während seiner Karriere hätte nicht erlauben dürfen. Na, so ist es mittlerweile leider in Deutschland. Und ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall, genau, Doppelmoral sehe ich auch so. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal dagegen vorgehen. Richtig wählen, Landtagswahlen stehen an. Und ja, ich habe immer so ein bisschen ein Zettelchen dabei. Genau, ich wollte noch sagen, dieses Thema Baerbock, ja, dass die einfach mal das Nachtflugverbot außer Kraft gesetzt hat, hat natürlich in der Tagesschau keine Beachtung gefunden. Dafür aber, also nicht in den Hauptsendungen, sondern auf der Online-Seite, aber dafür die Kontenkündigung der Berliner Volksbank, nämlich die Kündigung des AfD-Spendenkontos, da kam natürlich eine tolle Meldung auf der Online-Seite der Tagesschau. Und mal ganz ehrlich, ich finde es einfach krass, dass irgendeine Bank einer nicht verbotenen Partei, das müssen wir hier mal ganz klar festhalten, die werden zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, ja, und für mich ist der Verfassungsschutz rein politisch gesteuert, ne, wie für viele von euch wahrscheinlich auch. Und ja, dass eine Bank einfach einer demokratisch legitimierten Partei das Konto kündigen darf, ist für mich eine Riesenschweinerei. Und ich habe in meinem Video da schon aufgerufen, also als Kunde würde ich denen sofort den Mittelfinger zeigen und sagen, hasta la vista, so eine Bank brauche ich nicht. Und nochmal der Hinweis, es gibt überall Kontowechselservice, also heute ein Bankkonto zu wechseln ist wirklich total easy. Also macht es, falls ihr bei dieser demokratischen Bank Mitglied seid, ne, war übrigens durch eine Petition der Omas gegen rechts veranlasst worden, die haben da über 30.000 Unterschriften gesammelt. Und ja, Mafia-Methoden sehe ich auch so. Also mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts mehr zu tun, meiner Meinung nach. Ja, Omas gegen rechts, auch so ein Thema. Habe ich auch so ein Video gemacht diese Woche und habe die Frage gestellt, wer hat da die Türe aufgelassen und haben die keine Kinder, Enkel und so weiter, die eben von diesen ganzen Zuständen betroffen sind. Und ich hätte gerne mal eine Oma gegen rechts mit einer normalen Oma irgendwie mal im Rededuell,
und biete allen an, die da interessiert sind, vielleicht für den Dienstagabend, dann mich einfach mal anschreiben. Ich mache da noch ein bisschen Werbung hier auf dem Kanal. Ich darf ja jetzt wieder live gehen, danke TikTok, nachdem ich eine Sperre hatte, eine ganze Woche. Ich hätte da gerne mal eine Oma gegen rechts und eine, wie gesagt, normale Oma, weil die meisten Omas, die ich kenne, haben natürlich auch vor dieser Entwicklung Schiss. Ne? Deshalb hätte ich gerne mal einfach beide in einem Rededuell. Wie gesagt, ich mache da noch ein bisschen Werbung und vielleicht gelingt mir das ja für den Dienstagabend, da möchte ich wieder live gehen, 21 Uhr, hier zwei Omas zu bekommen, die dann hoffentlich sachlich und ruhig miteinander diskutieren. Ich würde da den Moderator machen und da könnte man einfach mal so ein paar Argumente austauschen zwischen beiden Seiten. Ja? Also, wer Bock hat, von den Omas und Omas gegen rechts hier mal mitzudiskutieren, gerne. Ja? So, ein bisschen hier mein Blättchen hier ablesen. Ja, also die Deutschen sind jetzt auch raus, wo wir beim Fußball noch kurz waren. Ja, hat jetzt leider auch nicht funktioniert. Die Türken sind gestern auch rausgefallen und da muss ich nochmal sagen, Chapeau an alle Türken, ihr könnt wirklich feiern. Die Deutschen konnten es leider nicht während der ganzen EM. Also ich habe auch zum Viertelfinale sehr wenig deutsche Fahnen gesehen auf den deutschen Straßen. Also wirklich ganz, ganz traurig die Geschichte. Es gibt aber auch noch gute Nachrichten zum Schluss. Und zwar sind ja heute die Stichwahlen in Frankreich zur neuen Parlamentswahl. Und die Rassemblement National von Marine Le Pen liegt ja ziemlich weit oben und könnte sogar eine absolute Mehrheit erreichen. Was sicherlich gut wäre für Frankreich, denn die Franzosen sind natürlich auch extrem gebeutelt von dieser Zuwanderung und dieser extremen Gewalt einer zunehmenden Islamisierung und so weiter. Also man kann den Franzosen wirklich nur wünschen, dass es dort mal ein bisschen mehr rechte Politik gibt und dass es dort auch mal wieder ein bisschen mehr Recht, Gesetz und so weiter gibt und weniger links woke Politik. Ja? Genau, so, dann nächste gute Nachricht, mit der möchte ich dann enden für heute. Oder vielleicht habe ich noch eine, ja? Mal gucken. Viktor Orban ist ja jetzt der neue EU-Ratspräsident, ne? Habt ihr mitbekommen? Das wird ja immer so durchgemischt zwischen den Regierungschefs. Und jetzt ist es eben Viktor Orban, der ungarische Präsident. Und seine erste Amtshandlung war, den Zelensky zu besuchen und danach den Putin, um endlich mal Friedensverhandlungen anzuleiern. Und was geht ab in der EU und bei den anderen Kriegstreibern unserer Parteien? Er wird nur diskreditiert, beschimpft. Also unglaublich, endlich ist mal einer da, der hier vielleicht einfach mal wieder einen Dialog hinbekommen könnte im Ukraine-Krieg, wo jeden Tag Hunderte von Menschen sterben, völlig sinnlos, weil der Krieg wird eben am Verhandlungstisch enden und nicht durch unendliche Waffenlieferungen, das ist einfach so. Ja, und je früher es passiert, desto früher ist es eben auch für viele, viele Menschen, ja, die eben da nicht sterben müssen und natürlich auch finanziell. Ne? Auch für uns, wo wir hier Milliarden reinbuttern, wo wir selber im Moment Riesenprobleme haben. Die aktuelle Regierung kriegt die, offiziell hat es jetzt funktioniert mit dem Haushalt, ne? Aber da glaube ich noch lange nicht, dass es in trockenen Tüchern ist. Ja, auf jeden Fall, ich finde das klasse, was Viktor Orban macht. Für mich ein absoluter Held, einer der wenigen, die sich hier mal um Frieden bemühen, ja, und nicht nur nach Waffen schreien. So, meine Meinung, wie gesagt, kann jeder eine andere haben und das, wie gesagt, darf jeder selber entscheiden, wie er sieht. So, letzte gute Nachricht an der Stelle und dann ist Feierabend, ist der Untersuchungsausschuss gegen Robert Habeck und seinen AKW-Ausstieg, ja. Wobei, ihr wisst ja, was bei Untersuchungsausschüssen rauskommt, oftmals richtig gar nichts. Aber man kann nur hoffen, dass hier endlich mal herausgefunden wird, warum es den AKW-Ausstieg gab. Und dass eben hier ganz, ganz viele aus dem
Habeck-Ministerium getrickst haben. Ob mit oder ohne Wissen des Ministers ist jetzt die große Frage. Ob was rausbekommen ist die andere große Frage, aber auf jeden Fall ein bisschen was tut sich. Da muss ich mal die CDU loben, ausnahmsweise, obwohl sie einen Untersuchungsausschuss in Sachen Corona nicht so toll findet. Ne? Obwohl ja auch der Laschet vor kurzem beim ZDF verkündet hat, ja, wir brauchen jetzt mal Aufklärung, eine Aufarbeitung und so weiter. Ja, es geht leider in dem Bereich nichts voran. So, meine Lieben, das war's für den heutigen Live-TikTok. Wie gesagt, wer Lust hat, eine Oma gegen rechts oder auch eine normale Oma, für mich sind die eher die anderen normal, ja, gerne mal melden bei mir, dann können wir gerne mal ein Gespräch anzetteln zwischen beiden Fraktionen, zwischen beiden Seiten. Und ja, da würde mich auch mal wirklich interessieren, was die Omas gegen rechts, ja, wie die so ticken, wie die so denken, ja, ob die das wirklich gut finden, was in Deutschland so abgeht mit dieser zunehmenden Ausländerkriminalität, die ja jetzt nicht von der AfD irgendwie verbreitet wird, sondern die faktisch einfach da ist und in den letzten Jahren einfach noch schlimmer geworden ist, vor allem Gewalt gegen Frauen, Kinder und so weiter. Die ersten Freibad-Krawalle gehen schon wieder los, obwohl wir noch nicht mal ein richtiges Freibadwetter haben. Ja, also wie gesagt, wer Lust hat, mich mal anschreiben. Ich werde noch ein bisschen Werbung machen diesbezüglich. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Friedlich und hoffentlich ein besseres Wetter wie hier bei uns im Südwesten. Wir haben aktuell 14 Grad, es ist regnerisch und ja, naja, so ist es halt. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.